So, und willkommen zurück zu einer neuen Folge hier von Cities in Motion 2. Und, ja, wir wissen, die Bahn fährt hier regelmäßig. Oh, wie viel macht ihr? Baut cool. Ja, lohnt sich. Also, nicht lohnt wäre blöd, aber es lohnt sich. Und was mich doch ein bisschen wundert, dass ja Häuser unter der Autobahn sind. Aber halt New York-Style, ne? So, wir hatten... Erstmal Maus wechseln. Maus 2 ist immer besser. Wir hatten in der letzten Folge, irgendwo kommt mir das Gebäude bekannt vor. Hier. wir hatten in der letzten Folge hier die U-Bahn ausgebaut. Dass wir hier irgendwie sowas komisches haben, was überhaupt nicht aussieht wie. Naja. Ist auch egal, ne? Also, jedenfalls hatten wir aufgehört, waren mit dem Vorschlag stehen geblieben, dass wir halt hier runter durchgehen. Und dann hier hinten hin und das, so wie ihr in den Kommentaren geschrieben habt, zum Beispiel einfach mal Oberleitungsbus oder sowas kommen sollte. Einfach, weil es nötig sei, mal hier wieder sowas zu machen. Von daher wird das auch irgendwann mal kommen. So, ich will jetzt hier aber erstmal auf die andere Seite des Flusses. Und dann können wir nämlich hier einfach... die hier, wie heißen sie, die U-Bahn einmal auf die andere Seite fahren, das heißt eventuelle Kosten sparen und sowas. Das wird halt alles in diesem Ding mit vereint, kann man das so sagen, ich glaube. Boah, ich weiß es halt nicht, ne? So. Dann machen wir zweitens die da drüben hin. Genau, passt ja. Haben wir da noch ein bisschen Platz. Hier haben wir Platz. Das sind auch die richtigen Schienen. Nicht wie beim letzten Mal. Da habe ich immer die falschen verbaut. Genau. Dann können wir hier nochmal das weitermachen. Und dann widmen wir uns gleich nochmal dem Oberleitungsbus, den ihr haben wollt. Schauen uns den mal an. Das ist eigentlich auch eine nette Kreuzung hier. So. Ich überlege gerade, ob wir das hier rüber fahren lassen oder direkt darüber. Wo hatten wir denn aufgehört? Da. So. Ja, einige Fahrscheinpreise sind zu niedrig, dann beschweren sie sich gleich wieder. Fahrscheinpreise zu hoch. Mach was anderes. So. Ich kann einfach nur raten, was dann passieren wird, bald, sobald das halt wirklich so ist, dass sie hier ankommen und sagen, gibt's nicht. So. Da wir da oben einmal dran sind, werden wir jetzt hier runtergehen weiter. Werden einfach mal der Strecke so ein bisschen folgen, dass wir halt hier Haltestellen reinsetzen. So. Die dann halt hier oben mit der Buslinie funktionieren oder übereinstimmen. Und das hat dann halt hier so einen total unprofessionellen Bogen reinmachen. Nein, eigentlich ist es sogar besser als halt eine gerade Strecke. Da wir halt viel mehr Gebiet auf einmal abklappern können. Das unterscheidet in dem Punkt auch die kompletten Bautypen voneinander, kann man es glaube ich nennen. Dass man zum Beispiel den einen hat, der baut nur das, der andere baut nur dieses. Und am Ende stellst du fest, hey, eine Mischung aus beiden ist gar nicht schlecht. Denn A, du kriegst jede Menge Leute auf derselben Linie weg wie normal. Unser Geld ist mal fast aus. Was? Jetzt haben wir nur drei Haltestationen. Kann natürlich nicht sein. Deswegen eiskalt da nochmal ein Batzen hin. Was ist hier oben drüber? Normales, langweiliges Wohngebiet, aber wir sind mal sozial. Haben wir hier auch noch ein bisschen an Haltestellen. Genau, hier laufen wir dann rum und fahren dann bis hier oben hin. Wo dann zum Beispiel halt die Bahnen hier oben sogar oberirdisch ankommen können. Ja, ich will das oberirdisch bauen.
Weil da haben wir mal wieder hier was anderes als dieses Standard-Prozedere. Was halt einfach nur wieder plump aussieht und man sich so denkt, hätten wir ruhig anders machen können, ne? So. Dann können wir zum Beispiel hier einfach sagen, was ist eigentlich der Unterschied hier oben? Achso, die eine hat mehr Beleuchtung als die andere. Ah. Passt sogar fast hier aneinander. Das heißt, hier oben wird dann einfach nur der Wendepunkt sein. Da können die dann halt nach links, nach rechts. Ist mir eigentlich scheißegal, wo lang. Also vom sinngemäßen Typ her, ne, können die halt überall lang, wo sie wollen. Da fahren wir hier zum Beispiel einfach halt der Strecke entlang. Gehen dann hier hinten halt runter, irgendwie mit der Zeit. Dass wir halt hier sehen, es geht doch. So. Genau, und wir gehen dann halt von hier aus. Ja, fast gerade, könnte man sagen. Wir müssen leider mal ein, zwei kleine Kurven einzimmern. Wir wären bei knapp 10.000. Und dann muss noch die Wendeschleife. Also die Wendeschleife, die darf auf jeden Fall nicht fehlen. Aber das ist so eine der Sachen. Ah, die müssen. Und so eine Wendeschleife ist schon wichtig, weil was können. So, genau, dann haben wir das hier. Jetzt gucken wir doch mal, ob wir hier oben irgendwie ran können halt. Ö. 3.700 brauchen wir. Nee. Naja, ne. So ist ja okay. Also, ist jetzt nicht perfekt. Aber was nicht ist, kann ja noch werden, bekanntlich, ne? So, jetzt können wir erstmal wieder das ausschalten. Und jetzt kommt hier das wohl mit Wichtigste hin, neben der Schleife. Neben dem eigentlichen Endteil hier. Ich überlege gerade, ob es sich lohnen würde, wenn wir hier eine oberirdische U-Bahn-Station hinklatschen. Aber da das ja hier nicht wirklich immer so winklig geht, ist halt echt die Frage, ob sich das überhaupt rentiert. Vor allem soll halt gut aussehen, ne? Ah, es geht so. Ne, also. Aber man kann halt sich jetzt so streiten, was besser aussehen sollte. Oder was besser aussieht. So, hier machen wir dann einfach die Schleife rein. So. Oh ja, also die Ecke ging da ja noch eben. Also habe ich da, glaube ich, nicht das Bedenken oder das große Bedenken, dass das da irgendwie Mist aussieht. So. Dann machen wir. Hallo. Ich möchte das hier gut nach unten haben, ne? Sieht einfach nur Mist aus.
Naja, 100%, ich kann es ja eh nie werden, also. Was nicht möglich? Möglich gibt es hier immer. So. Haben wir halt rechts daneben noch so eine kleine Schleife, falls wirklich benötigt. Dann kann man hier hinten auch nochmal halt, ne? So eine Haltestelle dran setzen, die vernünftig aussehender sein sollte. Manu, sieht die besser aus? Ah ja, das geht jetzt. Hier haben wir so ein bisschen mehr drin. Dann geht das wirklich. Und jetzt beginnen wir hier nämlich mit dem eigentlich wunderbaren Teil. Wir sind erst bei 10 Minuten. Was zum Teufel? Bin ich schnell heute. So. 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 Da noch eine, da noch eine. Der ja. Natürlich wieder ausblenden. Erstmal gucken, wie viele Fahrzeuge. Ne, steht hier gar nicht. Oder stand doch. Oder ich war einfach eben gerade blind. So, 7 brauchen wir. Wir haben 8. Insgesamt brauchen wir 12. War teuer. Ja, aber. Ihr solltet ja sehen, ne? Hier laufen sie gleich alle wie die Verrückten hin. Zack. Oh, endlich. Geil. U-Bahn. Meins. Also hier oben ist eigentlich nur so eine Art Depot-Pause-Dingsgedöns. Also es ist eigentlich nichts Weltbewegendes. Wieso, weshalb da die Züge einmal anhalten? Ich wollte gerade fragen, kommt Linie 1 hier gar nicht mehr? Aber die kommt ja ein bisschen versetzt. Hm. Oder die war ein bisschen spät dran. Kann man auch so sehen, ne? Lol. Wie viele Autos? Ich glaube, da müssen wir noch mal ein bisschen nachhelfen. Ja, hier hinten geht das ja, ne? Also, die können jetzt halt von hier aus direkt hier hinten hinfahren mit den Fahrzeugen. Natürlich kann das jetzt auch für die da oben eine Entlastung sein. Das habe ich noch gar nicht so im Auge gehabt. Fällt mir gerade auf. Aber von dem Sinn ist das eigentlich keine schlechte Idee. Hm. Ich muss gerade echt hart überlegen. Ob man hier noch weiter ausbaut oder ob man das halt in dieser Form mal so stehen lässt. So eiskalt. Ey, sieht mehr aus. Nehme ich so. Ey Leute, hier entsteht sogar immer einer. Halten. Ja, lassen wir, ne? Ist halt mal was anderes. So, wie sah eigentlich hier die Brücke aus? Ich kann mich gar nicht mehr entsinnen. So, weil ich überlege gerade, ob wir hier nicht eine oberirdische Bahn lang bauen wollen auf die andere Seite des Sees. Nee. Soll ja schon hochgehen. Und das war dann hier einfach. Das direkt so hier, zack, einmal rüberfahren lassen. Dann würden wir halt die Straßenbahn komplett entlasten. Boah, und so viel Mühe gegeben haben für dieses Riesenkreuz, ey. Das ist halt gerade so die Sache, baut man es oder baut man es nicht? Weil entweder bereut man es später oder halt nicht. Falsche Richtung, los, steiler, steiler, steil, steil. So. Was ist denn das hier für eine Höhe? Viel zu hoch.
So 40 Meter war ich. Ne? Ja, nicht runter. Ich möchte hoch. Wir wollen doch mal gucken, wie das aussehen würde. Weil, ne? Irgendwo muss ja alles einmal getestet werden. Egal, ob es halt normal oder nicht ist. So. Nö, hier will ich gar nicht höher. So. Das würde also so schon mal aussehen. Es ist halt nur die Frage, wie die wirklich fahren, ne? Weil hier sehen wir, die sind eigentlich voll. Dafür müsste man eigentlich echt sagen, ey, U-Bahn, hallo. Müssen wir uns nur irgendwie so verlegen, dass die Straßenbahn halt hier irgendwie nochmal eine Runde fährt. Dass man halt wirklich diese Knoten sinnvoll noch weiter nutzt. Weil im Moment sind die halt ja von uns normal genutzt worden. Werden aber auch nicht wirklich weiter genutzt. Leider kann man ja hier auch nicht an die normalen Straßen. Jetzt müsste ich mir eigentlich eine Experimentierzone raussuchen. Haben wir hier irgendwo ein Gebiet? Ja, hier unten. Hier ist jetzt nämlich die Frage. Kann ich eigentlich U-Bahn-Station auf Straßen setzen? So, scheiß drauf, aufs Geld. U-Bahn. Können die in diesem Ort nicht gebaut werden? Können U-Bahn über normale Straßen fahren? Viel bessere Fragen. Das wäre, glaube ich, immer cool raus. Lol. Wieso bauen sie denn da drüben nicht? Ist natürlich cool gewesen, dass da auf einmal ein Gebäude stand. Lol. Wie viel fahren da mit? What? Ach du Scheiße. Da ist ja die jede Linie voll. Natürlich kommen sie hier nicht voll an, aber was zum Teufel, Alter. Naja, hier geht's noch. Naja. Lol, wir hatten die gar nicht angebunden. Lol. So, gleich erstmal wieder ausblenden. Ja, das ist halt die Frage, ob die da auf der normalen Straße fahren können. Da würde ich eiskalt mal was ausprobieren wollen. Nee, hoch. So. Wie hoch waren wir denn hier? Da. So, nie jetzt hier auch nicht so willkürlich weiter hoch. Ich möchte hier ja schon halbwegs, ne? Das so halten auf der Ebene. Aber halt auch nicht zu steil absacken lassen. Oder halt zu steil hochgehen. Denn irgendwo ist doch halt alles am Ende. So, probieren wir doch mal. Ob das geht. Könnte auch noch eine coole Linie sein, wenn die hier oben rumfährt. Jetzt muss die Linie halt nur noch hier zum Beispiel einen Abzweig mal reinmachen. Damit wir halt hier auch diese Sachen testen können. Das heißt zum Beispiel einfach nur, ob da die Haltestellen hinpassen würden und sowas. Das ist hier jetzt noch Aufgabe für diese Folge. Mega hardcore. Wieso sind das eigentlich nur einspurig? Nein! Dieses Nein hörte sich gerade mega scheiße an, aber. Nein!
Jetzt, gute Frage. Geht das oder geht es nicht? So, die Bahn fahren da fast voll. Ist natürlich mega nice. Keine Verbindung zu dieser Haltestelle. Hätten, wenn ich jetzt hier eiskalt die erbauen würde, dann schließt sie sich an. Wie uncool. Ich will hier nicht alles rausreißen. Mir würde ja ein Stück reichen, wenn das raus verschwinden würde. Und dann halt hier hin. Oh, der hat's. Nee. Toll, der hat die einfach gekürzt. Uncool. Einfach mal total übertrieben. Einfach nur, um zu schauen, ob das halt geht. Ohne Witz. Was zum Teufel? Wieso geht das? So. Irgendwie sah das mega komisch aus. So, dann können wir das Teil hier auch noch löschen. Und dann würde ich nämlich hier anfangen. Mit dem eigentlichen Bau. Die Frage ist, bleiben wir hier gerade oder gehen wir dann hier so halt in so eine Kurve rein und gehen dann halt hier runter? Hm. Und das ist die angenehmere Frage, weil wir kämen ja hier. Und kürze ja an die Nähe der anderen Hauptstation da. Es ist halt die Frage, wie reagiert man da drauf? Buslinie 2 erstmal vollkommen überlastet. Vor allem genau in die falsche Linie. Richtung. Linie Richtung, jawohl. Vielleicht fügt man dann doch hier erstmal noch eine Haltestelle für die Linie 2 ein. Dass man da irgendwie was versucht, aber ich bin schon mega lange wieder an der Folge. Es tut mir natürlich leid für einige, die jetzt sich gedacht haben, so, hey, der macht wieder kurze Folgen. Tut mir ja leid. Ist ja nicht mit Absicht. Eigentlich schon, aber ups. Leise. So. Okay, wo war, kamen wir jetzt hier bitte an die andere Linie ran? Da. Oder wir gehen halt. Hier einmal rum. Ihn dann meinetwegen da noch mal lang. Oh, hier oben kommen wir raus für einen Moment. Lol. Ach nö. Doch. Lol.
Sieht eigentlich mega cool aus. Häuser weg! Das sieht eigentlich mega, mega nice aus. Das ist irgendwie das eine Gebäude, das so ein bisschen schräg drauf steht. Ja. Das verstehe ich noch nicht ganz, aber... Ich sage einfach mal jetzt, ja. Aber wir können hier... LOL, das ist natürlich nice, dass wir da direkt eine Straßenbahn durchlegen können zu dem Punkt. Nein. Runter. So. Okay, so, jetzt hätten wir hier noch die Verbindungslinie, obwohl ich das eigentlich nicht machen wollte, ne? Aber wir können dann halt hier nochmal so einen Abzweig dran machen, mit dem wir halt zum Beispiel hier drüben hingehen. Aber das hat ja auch Zeit bis zur nächsten Folge, glaube ich dann. Die dann ja morgen kommt. Eventuell kann es sein, dass die Folgen mal spontan aussetzen, weil ich es einfach nicht geschafft habe. Also da bitte mir nicht böse sein, falls mal an einem Tag keine Folge kommt. Es hat halt damit zu tun, dass ich es entweder nicht geschafft habe oder halt ja, keine Zeit hatte. Es kommt eigentlich alles dasselbe raus, ich weiß. Von daher bitte mir dann nicht allzu böse sein oder sagen, hey, ich deabonniere dich gleich. Du machst eh nie wieder Videos. Das stimmt nicht. Ich hatte einfach nur an dem Tag keine Zeit und das war's, ne? Also, es hat jetzt nichts damit zu tun, nach dem Motto, hey, der hat nie Zeit oder sowas. Das soll es ja gar nicht sein. So. So, das ist hier die erste Linie und die fährt gleich so ein bisschen überfüllt. Und wir werden das nächste Mal uns anschauen, wie die hier das erste Mal diesen Weg passiert über die Strecke. Und können wir jetzt hier Straßenbahn auch rüberfahren lassen, theoretisch. Also, von daher. Wir sehen uns dann erstmal morgen wieder zu einer neuen Folge. Bis dann eine wunderbare Zeit. Schaut heute Abend auch nochmal in den Livestream vorbei. Genauere Infos folgen nochmal in einem extra Video. Und von daher sehen wir uns dann morgen in altgewohnter Frische. Bis dahin eine wunderschöne Zeit. Haut rein, bis dann und ciao.